3 Minuten. Ne? Okay, können wir in 10 Sekunden? Okay. Ja, schönen guten Morgen aus dem Münchner Presseclub. Wir haben heute eine sehr aktuelle Diskussion. In den letzten Wochen wurde sehr viel über die katholische Kirche geredet, über die Krise und über die Missbrauchsskandale, die Austrittswelle, die es nicht nur im Erzbistum Köln gibt. Also es gibt eine Abstimmung mit den Füßen und es gibt auch eine kleine Revolution. Und dafür haben wir heute 2 besonders kompetente Gäste. Zum einen darf ich begrüßen Katrin Richthofer von der Gruppierung Maria 2.0, die einfach für mehr Frauenbeteiligung in der katholischen Kirche, für Ebenbürtigkeit und für Fortschritt kämpft. Nicht nur Frauen, aber insgesamt ja. Genau. Und dann habe ich hier, fast jeder kennt ihn, auch weit über Kirchenkreise hinaus, Anselm Bilgri, lange Jahre die Seele von Kloster Andex, der das Kloster zu einem wirtschaftlichen Wachstum auch geführt hat, aber
auch nach außen hin einfach als Persönlichkeit gewirkt hat. Und Pater Anselm ist ja ausgetreten aus dem Kloster schon 2004. Und jetzt hat er im Dezember einen weiteren Schritt gemacht und ist aus der katholischen Kirche ausgetreten. Und das hat auch ein paar Folgerungen für ihn und sein Leben, auch für sein privates Leben. Und darüber werden wir heute auch sprechen. Vielleicht fangen wir mit Ihnen an, Frau Richthofer. Also Maria 2.0, Sie haben vor einer Woche haben Sie Anschläge auf die katholische Kirche verübt. Das waren aber, so die ganz typischen Revoluzzer, also die Frauen zwischen 30 und 80, genau. Genau, also Sie haben sich den guten alten Kirchenrevolutionär Martin Luther zum Vorbild genommen und haben Thesen an Kirchentüren angenagelt. Genau, ich meine, Maria 2.0 ist ja kein Verband irgendwas, sondern am Ende ist es ein Dachverband für alle, die aktiv sein wollen. Für alle, die sagen, wir lieben die Kirche, wir sind fest im Glauben verwurzelt, aber nicht so. Also ich meine, ich glaube, wenn die katholische Kirche ein Fußballverein wäre, dann wäre der Trainerwechsel schon längst vonstatten gegangen bei diesen Austrittszahlen. Wenn es eine Firma wäre, wäre es wahrscheinlich beim Konkursverwalter irgendwann auf dem Tisch, so wie es im Moment funktioniert. Und wir sagen alle, wir lieben diese Kirche, wir wollen sie erhalten, sehr gerne auch für alle erzkonservativen Kräfte. Es zwingt ja niemand, irgendjemanden, dass man da jetzt radikal modern mitspielen muss. Aber wir wollen sie öffnen. Und ich glaube, das, was mich am meisten berührt hat, war eigentlich ein Satz, der stille Austritt unserer Kinder. Also ich meine, die meisten, die sich da aktiv beteiligen, und das sind Frauen wie Männer, also in unserer Münchner Gruppe, die wir hier vor ein paar Wochen gegründet haben, sind genauso Männer drin, denn wir wollen nicht Maria 2.0 und Josef 2.0 haben. Sie sind kein reiner Frauenclub. Gottes Willen, nein. Wir sind einfach ein Sammelbecken für all die Reformkräfte, die um eine katholische Kirche kämpfen, die sich an die Regeln hält, die wir als die Grundlage sehen, nämlich liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Also ich finde, liebe deinen Nächsten wie dich selbst, solange es ein heterosexueller Mann ist, der nicht geschieden ist, irgendwie keine überzeugende Variante des alten Themas. Und so ist es ja im Moment. Also man sollte bitte nicht homosexuell sein, man soll bitte keine Frau sein, um verkünden zu dürfen. Und da sagen wir, das ist ein Schmarrn. Das war vielleicht zu der Zeit, als es diese Regeln mal gab, up to date. Das ist es heute nicht mehr. Ich meine, die Gesellschaft hat sich verändert. Auch die katholische Kirche hat sich verändert in den letzten 2000 Jahren. Und vielleicht kann man jetzt mal ein bisschen nachziehen. Genau. Und diesen Thesenanschlag, klar, ich meine, das ist ein großes Vorbild und nie, kein Vorbild in dem Thema Kirchenspaltung. Also wenn das den Maria 2.0ern vorgeworfen wird, nein, das ist bestimmt nicht das Ziel. Denn Spaltung hat selten etwas Gutes. Also ihr sollt ein Segen sein. Ist mir ein schöner Spruch, den mir Bernhard Beutler gestern geschrieben hat, wo er sagte, Mensch, was geht denn da ab in der Kirche, dass wir so wenig Segen sind noch in dem, wie wir mit Menschen umgehen, in dem, wie ein homosexuelles Kind einer Maria 1.0erin, die offen gegen Homosexuelle wettern, seiner Mutter das vielleicht gestehen kann. Ich meine, was ist das für eine Welt, wo sich Menschen Christen schimpfen, die dann auf der anderen Seite Menschen diskreditieren, Menschen ausschließen? Ja, also man kann sagen, dass das Schweigen war gestern. Also sie hauen auf die Pauke und machen sehr, sehr symbolträchtige Aktionen. Wie waren denn die Reaktionen der Pfarrer bzw. des höheren Klerus? Größtenteils grandios. Ich meine, wir hier in Perlach haben es ja auch bis in die Tagesschau geschafft mit unserer Aktion, wo Pfarrer Rothe dankenswerterweise zugestimmt hat, da dabei zu sein und gesagt hat, hallo, ich sitze hier vor den Thesen, ich lese sie durch und ich finde nichts Revolutionäres daran. Also das sind alles Selbstverständlichkeiten, die Sie da aufschreiben, dass eine Kirche gerecht ist, dass eine Kirche Menschen als gleichberechtigt ansieht.
auch, dass Homosexuelle offen dazu stehen können. Denn dieses ganze klerikale Machtsystem funktioniert ja am Ende über Angst. Also jeder hat irgendetwas, was er am besten verbergen sollte, was niemand wissen darf, weil wenn die wissen, dass ich homosexuell bin, dann können sie gerne vielleicht noch zur altkatholischen Kirche gehen, da darf man das. Aber bitteschön nicht in der katholischen Kirche offen das Leben. Also solange ich das ganz gut unter der Bettdecke alles halte, wunderbar, macht was ihr wollt. Aber sobald ich ehrlich bin, sobald ich die Scheinheiligkeit aufgebe, komme ich echt in Schwierigkeiten in dieser Kirche, in sehr vielen Lebenslagen. Gut. Frau Richthofer ist kämpferisch. Herr Bilgri und Frau Richthofer hat offenbar immer noch Hoffnung, dass die Kirche reformierbar ist, dass sie beeinflussbar ist, dass sie nicht total starr auf uralten, verknöcherten Ansichten beharrt. Ich glaube, bei Ihnen ist die Hoffnung nicht mehr so ausgeprägt gewesen als kirchlicher Insider. Naja, das war auch diesen Schritt vollzogen. Ich bin ja nicht nur ausgetreten, das wäre mir persönlich zu wenig, sondern ich wollte katholischer Christ bleiben. Und dafür gibt es eine Alternative, gerade bei uns in Deutschland, in den deutschsprachigen Ländern. Bei uns heißt sie dummerweise unglücklich altkatholisch, weil sie eben 1870, als sie sich gegründet hat, die alten Werte, wo eben der Papst noch nicht unfehlbar war und nicht überall rein regieren konnte, weil er die hochhalten wollte. Und heute klingt der Name natürlich eigenartig. Mich haben immer die Leute gefragt, ja, habt jetzt wieder die Messe in Latein und im Rücken zum Volk? Genau das Gegenteil ist ja der Fall. Also das war für mich der Weg. Und natürlich auch, wir kommen ja sicher noch drauf, ich werde ja nächste Woche heiraten und ich werde einen Mann heiraten. Und in dieser altkatholischen Kirche, da kann ich so, da fühle ich mich zu Hause, da bin ich akzeptiert, so wie ich bin. Ich kann sogar getraut werden. Es gibt dort offiziell, nicht irgendwie heimlich im Wohnzimmer von einem Pfarrer, der das gegen die eigenen Richtlinien macht. Und ich kann, wenn die Gemeinde zustimmt, als nebenberuflicher Priester dort wirken. Also ich finde das wahnsinnig gut. Und ich glaube aber auf der anderen Seite, um Ihre Frage, darauf einzugehen, ich finde es toll, Maria 2.0 und alle diese Reformbewegungen. Aber ich glaube, dass im Letzten, auch jetzt, wenn der Synodale Weg Papiere produziert und Beschlüsse voranbringt, dass die dann in Rom einfach nicht, wie heißt das schön, die ignorieren sie nicht einmal. Also das glaube ich schon. Alle diese Forderungen, die erhoben werden, zum Beispiel von Maria 2.0, vom Synodalen Weg, sind 1975, also jetzt vor fast 50 Jahren, schon bei der deutschen Synode der Bistümer in Würzburg schon einmal erhoben worden. Die sind bisher in Rom in den Schubladen verschwunden, wurden nicht einmal beantwortet. Und deshalb glaube ich, dass das diesen Dingen bei uns, also das ist ja, man muss aber ganz, es heißt ja dann oft, ja, ja, das ist nur ein deutsches Problem. Es gibt sehr viele Länder und sehr viele Kulturen bei uns, ich denke an Nordamerika oder Südamerika, die ganz ähnliche Ansichten haben. Also es wird ja immer gesagt, als Argument, die Weltkirche will das nicht. Die Weltkirche, in der Weltkirche wäre es nicht durchsetzbar, dass man den Zölibat abschafft. Das ist nur so ein Wunsch von liberalen deutschen Christen. Und ja, da ist vielleicht darauf hinzuweisen, was die Frau Richthofer gerade gesagt hat, diese Heimlichtuerei. Was mir bewundert, gerade die afrikanischen Bischöfe sind so für den Zölibat, aber in Afrika wird er überhaupt nicht gehalten. Also ich weiß von Erzbischöfen, die mit drei Kindern, das ist selbstverständlich, ein Mann, der nicht verheiratet ist und nicht Kinder zeugt, der ist kein richtiger Mann. Also das ist die Kultur dort. Und warum man das so aufrechterhält, das ist vielleicht, hat was mit Macht zu tun, Macht über Seelen. Wenn ich natürlich was verbiete offiziell und dann aber das heimlich zulasse, dann habe ich da Druckmittel.
Das ist ja oft auch gemacht worden in der katholischen Kirche. Ich habe einmal vor Jahren, kurz nach meinem Ende meines Studiums, wollte ich mal promovieren in Kirchengeschichte hier in München. Da war ich dann wochenlang im erzbischöflichen Archiv gesessen und habe so Visitationsprotokolle des 19. Jahrhunderts gelesen. Ja, das war, alle Augenblick waren da vom Pfarrern die Rede, die mit Frauen, mit ihren Haushälterinnen zusammenleben. Und also das ist diese Scheinheiligkeit, wie Sie sagen, die muss aufhören. Ich glaube schon, dass das wichtig ist. Was schätzen Sie denn, wie viele der Priester, der Geistlichen sind schwul? Wie viele haben Beziehungen zu Frauen und wie viele sind mehr oder weniger asexuell und halten das Zölibat ein? Also es gibt da eine Schätzung, die können Sie auf Wikipedia nachlesen. Also ich habe es auch von dort her. Ich hoffe, dass die also standhält, dass ein Drittel heterosexuell aktiv ist, ein Drittel homosexuell und ein Drittel sind asexuell. Oder wie es ein Berliner Psychologe nennt, das sind die zölibatär Hochbegabten. Und es gibt sogar eine Schätzung, dass in den USA über die Hälfte der Priester homosexuell sind. Also das sind alles Zahlen. Ich kann mich noch erinnern, als ich in Andex war, da hat der Augsburger Pastoraltheologe damals, mir fällt jetzt sein Name nicht ein, eine Zahl veröffentlicht in Stimmen der Zeit, in dieser Jesuitenzeitschrift, wo er davon gesprochen hat, dass 15% der katholischen Priester homosexuell seien. Da hat es einen riesen Sturm gegeben im Klerus und der Bischof Viktor Josef Damals, Benediktiner, der hat dann den Professor zur Ordnung gerufen und dann musste der das widerrufen. Ich glaube, so eine Zahl heute, also nach 30 Jahren, regt keinen mehr auf, sondern man akzeptiert das und ist davon überzeugt, dass das so stimmt. Was Maria 2.0 fordert, die Öffnung des Amtes für alle, also dass alle Jesus Christus nachfolgen können, wäre das für die Kirche, das wäre für die Kirche eine Revolution, wäre das eine Art Frischzellenkur, würde die katholische Kirche davon enorm profitieren? Ja, ich glaube schon. Also ganz persönlich, ich war ja, wenn ich junger Pater war, als Pater schon immer, aber als junger Mönch und im Priesterseminar hier in München vorher, da war er ja sehr konservativ. Da hätte ich mir also eine Frau am Altar nicht vorstellen können. Das hat sich dann im Laufe der Jahre total gewandelt. Ein Schlüsselerlebnis war für mich, wie ich einmal vor Jahren in Oslo in der dortigen Kathedrale, der evangelisch-lutherischen Kathedrale war und die skandinavischen Lutheraner, die haben ja die Gewänder der Katholiken beibehalten nach der Reformation. Also da haben die Pfarrer beim Gottesdienst auch Messgewand an und die Bischöfe Mitra und Stab. Und da war also der Hauptgottesdienst in der Osloer Kathedrale, in Konzelebration würde man bei uns Katholiken sagen, die Hauptzelebrantin war eine vietnamesischstämmige Dame, mit dem Messgewand sind die da reinmarschiert und da habe ich gesagt, siehst du, das ist doch, so könnte es bei uns auch sein, es ist kein Problem. Ich glaube, dass das einzige Argument, das ja die Kirche immer vorbringt gegen Frauen, ist das Traditionsargument. Es war immer schon so seit 2000 Jahren und deshalb geht es nicht. Und es hängt natürlich auch viel davon ab, dass wir uns auch daran gewöhnen. Wir haben uns daran gewöhnt, dass wir eine Frau als Bundeskanzlerin haben. Dann werden wir uns auch daran gewöhnen, Frauen am Altar zu sehen und vielleicht irgendwann einmal Frauen als Bischöfin und warum nicht einmal tatsächlich eine Päpstin. Ich weiß, dass das... Soll ja schon mal eine gegeben haben. Ja, das ist eine schöne Legende. Ich weiß, dass es sehr utopisch ist, aber wenn man das macht, das Amt öffnet für Frauen, dann muss es auch auf allen Ebenen sein.
Antwort auf Ihre Frage werden wir hoffentlich in ein paar Wochen oder Monaten geben können. Also seit dem 1.3. ist Klartext katholisch online von einer kleinen Gruppe um Karl Kau entstanden in Bremen. Und das ist jetzt online, da wird genau das abgefragt. Also welcher Katholik würde wieder eintreten oder welcher Katholik stimmt welchen, im Prinzip sind das die Maria 2.0 Thesen mehr oder weniger, wer stimmt welchem zu, wer würde zum Beispiel an einem Austritt auf Zeit mitmachen? Also diese Frage, ich meine, Sie sind ausgetreten für jemanden, der da mit Haut und Haar in so einem katholischen Kloster steckt. Vollsten Respekt, dass man dann irgendwann aufgibt und sagt, ich kann das nicht mehr leben oder ich kann diese Machtstrukturen auf dem eigenen Leib nicht mehr ertragen. Aber ich meine, wir Normalkatholiken, ich meine, wir treiben dadurch unsere Gemeinden, wir können Glück haben, dass wir einen Pfarrer haben, der auch die gefallenen Mitglieder der Gemeinde irgendwie noch unterstützt, also wo ich dann selbst als wieder verheiratet Geschiedene noch zur Kommunion gehen darf, wie das bei mir in der Kirche zum Glück der Fall war, während andere dann wirklich vor die Küchentür und aus allen Ämtern geschubst werden nach so einem Schritt oder wenn offen klar ist, dass sie homosexuell sind oder so böse Dinge. Aber da werden also ganz viele Sachen abgefragt und eben auch die Frage, ja, würdet ihr auf Zeit austreten, weiterhin eure Kirchensteuer zahlen? Also gar nicht, ich will Kirchensteuer sparen, sondern ich will nicht zum Mittäter werden durch diese Kirchensteuer, die ich da einem eigentlich verhältnismäßig korrupten Verein, ehrlich gesagt, ständig zuführe, mit dem wunderbare Sachen gemacht werden. Ich meine, die Caritas, es gibt ganz, ganz tolle katholische Initiativen, und die muss man immer wieder erwähnen und die muss man immer wieder hochhalten. Und das ist auch der Grund, warum wir sagen, wir wollen nicht raus. Wir auf dem Weg zu den Altkatholiken, ich glaube, wir würden zu viele verlieren. Also wenn man jetzt sagen würde, kommt, wir wechseln jetzt alle rüber, weil die machen ja eigentlich genau das, was wir da fordern. Aber es würden wahnsinnig viele auf der Strecke bleiben. Genau, aber warum gibt es denn dann nicht so eine massenhafte Zuwanderung zur altkatholischen Kirche? Die hat ja all das, was gefordert wird. Die hat demokratische Strukturen, da gibt es Priesterinnen, es gibt Segnungen, man kann da ganz offiziell heiraten, egal wen. Der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Also ich meine, wir sind nun mal katholisch geboren. Ein lieber Bekannter sagte mal, wie gut, dass ich katholisch geboren bin, geworden wäre ich es nicht. Also wir sind da reingeboren in diese Religion. Wir haben unsere Kinder so taufen lassen, bei mir nach ziemlichem Zögern, weil das gerade die Zeit war, als die katholische Kirche aus der Schwangerschaftsberatung ausgestiegen war, wurde glücklicherweise dann auch von Donum Vitae übernommen. Aber die katholische Kirche wäscht sich wieder mal die Hände in Unschuld. Sie geben keine Beratungsscheine aus, die am Ende Leben gerettet hatten zu der Zeit. Also es ist wieder diese Scheinheiligkeit. Aber ja, wenn wir da alle übertreten würden, wir würden uns ein Stück weit verscheucht fühlen. Also das ist unsere Religion und das, was da steht, das, was in der Bibel steht, ist so wunderbar. Und dem wollen wir ganz bestimmt zustimmen. Und wenn wir jetzt sagen, wir gehen da alle raus, dann fühlen wir uns vertrieben. Aber klar, also auf dem Maria 2.0 Chat ist alle paar Tage die Frage, dürfen wir jetzt austreten? Und dann kommt immer wieder die Antwort von den anderen, nicht still, nicht alleine und still, wenn dann irgendwann, so wie der Herr Kau mit Klartext katholisch das anregt, wenn dann irgendwann in der großen Aktion und ganz, ganz laut. Also, auf jeden Fall ist es eine... Bitte, ganz Herr Bilger, konkret, ja, ganz kurz. Gestern ruft mich eine 82-jährige Frau an, also... Herr Bildgren, sind Sie selber am Apparat? Jawohl. Was muss ich tun? Ich will aus der Kirche austreten. Ich mache dann nicht mehr mit. Ich kann dann nicht mehr mitmachen. Und wenn ich austrete, würden Sie mich dann beerdigen? Ich habe gesagt, ja, selbstverständlich. Das ist doch ganz klar. Aber da sehen Sie schon, also wenn Menschen in dem Alter sagen, ich kann dann nicht mehr mitmachen, was für ein drängendes Problem, es ist ein Signifikant für diesen großen Auszug, den wir da haben. Vielleicht noch einmal dieser Übertritt zu den Altkatholiken, weil Sie das jetzt gerade besprochen haben. Es ist natürlich ein Hemmnis dafür, dass es eine kleine Kirche ist.
In Deutschland sind es 15.000 Mitglieder. Hier in München sind wir 600 Gemeindemitglieder. Ich merke es jeden Sonntag, wenn ich in Gottesdienst gehe. Da ist eine Kirche am Sendlinger Torplatz an der Blumenstraße. Also da haben sie schon einen Riesenweg. Und die römisch-katholische oder die evangelische Kirche ist gleich um die Ecke. Auch das ist für viele ein Argument. Und natürlich diese Kleinheit. Aber kann man sagen, die altkatholische Kirche ist voll und die katholischen Kirchen sind ja oft in vielen Pfarreien leer. Auch außerhalb von Corona-Zeiten. Also es ist voll, wenn nicht Corona ist. Jetzt haben wir natürlich auch nur alle in der Bank zwei Leute und eine ist frei und alle sitzen mit Maske da. Singen darf man nicht, man muss summen. Das ist furchtbar. Kommunion wird hingebracht, ohne dass der was sagt. Da muss man so unter die Maske reinschieben. Also schön ist es nicht, aber es ist doch die Gemeinschaft derer, denen es allen gleich geht. Das, glaube ich, ist schon auch eine Erfahrung. Also gerade jetzt in dieser Zeit, man bleibt bei der Stange und geht hin. Ja, und eben diese Kleinheit, das ist natürlich auch schon sowas. Man hat natürlich wieder einen Vorteil. Ich war, bevor ich übergetreten bin, beim Bischof, der sitzt in Bonn, der hat mich da in der Jeans mit dem Pullover empfangen und er sagt, ich kann leider die Espressomaschine nicht bedienen, machen Sie sich das selber. Und dann haben wir da eineinhalb Stunden miteinander geratscht und dann ist er wieder bei uns. Die letzte Audienz, die ich hatte beim Kardinal Marx im Jahr 2008, da waren wir, also dass man nicht noch Kniefall machen muss, das ist schon alles, der Unterschied ist schon groß. Und das ist auch das, was, glaube ich, heute einfach nicht mehr geht. Unsere Bischöfe, vor allem hier in Deutschland, die haben so immer noch diese Attitüde der Fürstbischöfe des 19. Jahrhunderts. Sehen Sie bei uns, also er residiert in einem Palais. Das natürlich dem Staat gehört und zur Verfügung steht, aber die Zeiten sind vorbei, das ist aus, das ist. Und das, der Bischof Wanke, frühere Erfurter Bischof, der hat das einmal wunderschön gesagt, als Beispiel hat er die Fußwaschung am Donnerstag gemacht. Er sagt, wir die Bischöfe, die Pfarrer, wir müssen uns so wie Jesus hinknien und den Menschen die Füße waschen und nicht oben auf einem Thron sitzen. Das wird ja auch gemacht, also an einem Tag im Jahr. Ja, ja, so. Aber er hat im Moment, das ist die Haltung, die uns prägen sollte. Genau. Fühlten Sie sich denn von den Bischöfen in München und Augsburg korrekt behandelt, wohlwollend? Also das ist ja interessant, das ist auch so was, die römisch-katholische Kirche ist ja so gefangen in ihrem eigenen Kirchenrecht, das ja auch schon in über 2000 Jahre gewachsen ist. Und da gibt's, ich bin aus dem Orden ausgetreten, bin aber Priester geblieben, gehörte aber zu keinem Bistum oder zu einem anderen Orden. Das heißt, ich war noch früher hat man das Klerikus Vagans genannt, einen vagabundierenden Priester, der nirgendwo dazugehört. Bei meinem Entlassungsdekret stand drin, man könnte mich, aber der Bischof kann mir erlauben, das Priestertum auszuüben, entweder von Fall zu Fall oder überhaupt grundsätzlich. Und sowohl der Münchner Bischof wie auch der Augsburger Bischof, die haben das nie zugelassen. Wurde nie argumentiert, sondern es ist entweder ganz oder gar nicht. Und das kann ich zum Beispiel jetzt bei den Altkatholiken, kann ich nebenberuflicher Pfarrer sein. Ich bin nach wie vor Unternehmensberater und kann am Sonntag den Gottesdienst aushelfen und kann, wenn jemand kommt, taufen. Und das sind natürlich in der altkatholischen Kirche, sind die Sakramente Taufe und Hochzeit seltener als bei den, weil es einfach weniger Leute gibt. Aber ich freue mich drauf, einfach zur Verfügung zu stehen und da mitzumachen. Sie haben sich ja bewusst auf Maria bezogen. Ist das sozusagen, war das eigentlich eine geniale Idee? Weil Maria ist ja die einzige Frau, die in der katholischen Kirche richtig bewundert wird, angebetet wird, aber eben nur auf dem Sockel. Und genau, also ich meine, Maria, eine wunderbare Person. Ich meine, es gibt dann immer jetzt wieder böse Presseberichte nach dem Motto, naja, also den
Erlöser gebären durfte sie. Und ansonsten feiern wir irgendwie alles bis Maria Einschulung, glaube ich, an Festen, was mit ihrem Leben zu tun hat. Also ja, der Name, der kam ja von den Münsteranerinnen, also Andrea Vosfrick und diese Münsteraner Gruppe, die das vor 2 Jahren gegründet hat. Ich meine, der Ursprung von Maria 2.0 war in einem, wie so üblich, Frauenkreis in der Kirche. Ich meine, die meisten Aktivitäten in einer normalen katholischen Kirche, da werden Sie eine unglaublich hohe Frauenquote finden. Ja. Und deswegen waren das durch Zufall auch jetzt Frauen in diesem Gesprächskreis, wo gerade diese Missbrauchsfälle so wahnsinnig hochkochten. Und diese 8 Frauen, waren es, glaube ich, damals, haben dann gesagt, Mensch, wir müssen doch irgendwas machen. Wir können da doch nicht zuschauen, wir können doch nicht irgendwie schweigend uns diskriminieren lassen als Christen zweiter Klasse. Wie sollen wir unseren Töchtern in die Augen schauen und sagen, ja komm, bleib ruhig Christin, alles gut, das ist deine Rolle, da zu dienen und mitzumachen. Und die haben diesen Namen gewählt, den ich wunderschön finde. Ich meine, man hat das Moderne drin, also 2.0 hat man jetzt ja auch viel bei Digitalisierung und alles. Also man hat den Modernitätsfaktor drin, aber wir berufen uns natürlich auf eine Maria, die eine unglaublich kluge Frau gewesen sein muss, nach allem, was man von ihr liest. Und die ganz bestimmt auch ihren erzieherischen Einfluss auf den kleinen Jesus damals hatte, so wie wir alle Eltern auf unsere Kinder. Ja, die Macht der Kirche liegt ja auch darin, dass so viele Frauen, wie Sie gesagt haben, Dienste tun innerhalb der Kirche. Und Maria 2.0 hat auch mal zum Streik aufgerufen. Eine Woche lang sollten die Frauen sozusagen nicht mehr sich nützlich machen, nicht mehr dienstbar sein in der Kirche, einfach fehlen. Genau, das war damals, es gab einen großen Aufschrei, dann der Kirchenstreik, die Frauen wollen nicht mehr. Oh mein Gott, also ja, die niederen Dienste machen zu dürfen, ist eine hohe Ehre. Und es wird jetzt auch von Maria 1.0 immer wieder gesagt, ja, aber sind wir nicht zum Dienen da? Ja, sind wir so, wie alle Menschen einander dienen sollten? Herr Beries, Sie haben es schon gesagt, mit der Fußwaschung. Also wenn wir ein echtes Miteinander haben wollen, dann jeder für jeden. Aber wir haben, Sie hatten das angesprochen, die Struktur in Maria 2.0. Ich meine, wir haben da 80-Jährige, gerade dann auch Altötting, Passau, die sagen, ich will da mitmachen, ich will nicht mehr nur noch Kuchen backen dürfen. Weil ich meine, das dürfen wir schon immer, die Kuchen für die Versammlungen beistellen. Den Kommunionunterricht dürfen wir auch noch leiten, aber also dann in Absprache mit dem Pfarrer. Also am Ende, wer wirklich die Kinder, wer die Christen von heute erzogen hat, sind im Zweifelsfall die Frauen zu großen Teilen gewesen. Und da jetzt zu sagen, okay, also im Geheimen durften wir ja schon immer da unser Wissen weitergeben und unsere Ansicht von Kirche, wir wollen das jetzt auch für die, die sich berufen fühlen, die sollten doch bitteschön auch die Erlaubnis kriegen, das offiziell zu tun. Und ich meine, wir werden bestimmt niemanden, keinen Erzkonservativen in Handschellen in einen Gottesdienst schleppen, der von einer Frau geleitet ist. Aber Sie sprachen das an, also 1975 waren diese Forderungen schon auf dem Tisch. Also ich hatte nachgelesen, also von der Rede von Martin Luther King bis zur Inauguration von Obama waren es 46 Jahre. Das wäre jetzt so der Zeithorizont, den wir auch gerade hätten. Also von ich habe den Traum, dass Schwarze gleichberechtigt sind, zu wir haben den ersten schwarzen Präsidenten, waren 46 Jahre. Wenn wir jetzt nach 46 Jahren, nachdem diese Forderungen erstellt wurden, ich meine, einfach mal sagen würden, hey, warum nicht? Also die Kirche wird schätzungsweise nicht auseinanderbrechen. Ich glaube nicht, dass Rom seine Cash-Cow, die katholische Kirche Deutschlands, davonjagen wird. Ich meine, 6,7 Milliarden Euro Kirchensteuern hier ist ja irgendwie ein Batzen, der da jährlich anfällt oder anfiel. Es werden ja täglich weniger. 300.000 Kirchenaustritte werden wir dieses Jahr bestimmt schaffen. Also das geht rapide abwärts von den 22 Millionen Katholiken hier. Aber ich merke, you have a dream. We have a dream, aber so, sowas von. So, wie ist das, spüren Sie schon, dass das Ganze Wirkung hat? Jetzt bei der Frühjahrsvollversammlung wurde ja eine weibliche Generalsekretärin, die Maria 2.0 durchaus nahe steht,
in ihr Amt gehoben vom Vorsitzenden der Bischofskonferenz. Das ist ein wunderbarer erster Schritt. Das war das, was möglich war. Ich meine, es gab dann auch wieder augenzwinkernde Kommentare, wie toll die Frau, die auch 10 Jahre irgendwie studiert hat und Theologin ist und eine bestimmt so gute Ausbildung hat wie die Herren Bischöfe, die da sitzen, darf jetzt immerhin deren Sekretärin sein. Aber gut, wir müssen kleine Schritte gehen, zweifelsohne. Und ich meine, wir gewöhnen uns an Sachen. Also ganz herzlichen Glückwunsch zu Ihrer Entscheidung zu heiraten. Und also wunderbar, alles Glück der Welt dafür und Gottes Segen. Und ich meine, natürlich, als man die ersten Trauungen gesehen hat, ich weiß, wir waren mal in so einem wunderschönen Burghof und da war die Trauung hergerichtet. Und dann haben wir uns umgeschaut und haben gesagt, Mai, wo ist denn jetzt die Braut? Bis uns irgendwann klar wurde, dass diese beiden jungen Männer im Anzug Bräutigam und Bräutigam sind. Und das erste Mal, wenn man das sieht, ist man irritiert und denkt sich, ja klar, eigentlich ganz normal. Und die ersten händchenhaltenden Männerpaare, die irgendwo rumgehen, da haben alle irgendwie geschuschelt und geschaut. Und mittlerweile ist es komplett normal. Und eine befreundete Wissenschaftlerin hat letztes Wochenende erzählt, als sie 1972 aus Ostdeutschland nach Westdeutschland kam und hier einen Forschungsantrag stellte, 1972, 4 Jahre bevor Männer nicht mehr die Unterschrift geben mussten, dass eine Frau arbeiten darf in Deutschland, wurde sie gefragt, ja, aber wissen Sie, Ihr Mann hat doch auch schon einen Forschungsantrag gestellt. Sie dürfen dem einfach helfen, Sie brauchen keinen eigenen Forschungsantrag. Also sie war dann später Wissenschaftlerin des Jahres, ist eine der deutschen Top-Wissenschaftlerinnen hier. Sie hatten dann beide Professuren und das war, glaube ich, auch gut so. Und wir haben uns langsam daran gewöhnt, dass Frauen ihre eigenen Forschungsanträge stellen dürfen, dass Frauen in Führungspositionen sein dürfen und da bestimmt gleich gute Arbeit, andere Arbeit als Männer leisten, andere Punkte besetzen. Und ja, I have a dream. Und solange wir uns da immer gegenseitig ermutigen und sagen, kommt, gebt nicht auf. Wenn wir alle Gruppen zusammenführen, die sich da jetzt gerade melden, also wir kriegen gerade täglich Mails aus ganz Deutschland, Anrufe von lauter so winzigen Gruppen, die sagen, hey, wenn wir mit euch zusammen sprechen, dann haben wir eine laute Stimme irgendwann. Mhm. Und ich glaube, wenn wir das schaffen, diese ganzen kleinen Gruppen zu sammeln und auch mal aufzuzeigen, dass wir nicht irgendwie so eine merkwürdige Splittergruppe sind von Abtrünnigen, die irgendwie Glauben, Leid leben wollen, die jetzt nicht zölibatär hochbegabt sind oder in irgendwas katholisch hochbegabt sind, sondern die einfach sagen, ich bemühe mich, so gut es geht, ein guter Christ zu sein und ich tue, was geht. Das zitiere ich jetzt noch kurz. Als ich schwanger war mit meinem Sohn, rief ich meine Mutter irgendwann an und habe gesagt, mein Gott, diese Verantwortung, Kind großziehen, das ist ja gigantisch, wie schafft man das? Und meine Mutter, Pädagogin, Religionslehrerin, sagte dann, du, ist ganz einfach, es gibt nur 3 Regeln. Ein gutes Vorbild sein, ein gutes Vorbild sein und ein gutes Vorbild sein. Leb das vor, was du willst, dass deine Kinder machen und sie werden dir nachfolgen. Und ich glaube, wenn die katholische Kirche jetzt mal anfangen würde, vorzuleben, dass man wirklich Nächstenliebe leben darf, dass man wirkliche Gleichheit leben darf, dass das nicht böse ist, da zu sagen, hier als Pfarrer, ich will offen zu meinem Partner, meiner Partnerin stehen, dann könnte sich viel bewegen. Hier haben wir ein katholisches Vorbild. links neben mir ein Mann, der sich selber emanzipiert hat. In der 68er-Bewegung gab es diesen Spruch, Herr Bilgeri, das Private ist politisch. Und ich glaube, das trifft auf Sie auch zu. Warum haben Sie sich, ich glaube, es wussten nicht so viele Menschen, dass sie schwul sind, dass sie sich das Recht auf Liebe rausnehmen als Geistlicher. Warum war jetzt der richtige Zeitpunkt, auch nach außen zu gehen, der Bunden ein Interview zu geben über Ihre bevorstehende Hochzeit und einfach Klartext da zu sprechen, dass sie einfach ihre Liebe auch zeigen? Also es hat sicher was jetzt eigenartigerweise mit Corona zu tun. Also weil man einmal gedacht hat, wir sind ja alle sterblich und ich will ja nicht immer so mein Leben lang so heimlich
leben, sondern das einmal wirklich auch jetzt offiziell machen. Und wenn man einige Jahre mit jemandem zusammenlebt und das klappt, und es gibt jetzt seit 2017 die Möglichkeit, wirklich auch zu heiraten, dann machen wir es doch endlich. Einfach dieses Überlegen, ja, ich möchte jetzt reinen Tisch machen und möchte aber katholischer Priester bleiben. Und wie geht das? Deswegen habe ich diesen Schritt gemacht. Und also, aber sicher nicht, also das möchte ich nicht, dass ich so der vorzeigeschwule Priester bin. Also da kämpfen dafür, für diese Bewegung. Ich meine, die Zeit ist jetzt inzwischen auch so weit, dass man das einfach als normal, ich bin ja, ich weiß nicht, ob Sie das noch erinnern, ich bin geoutet worden bei einem Prozess, wo jemand mich verleumdet hat. Und ich habe dann einen Verleumdungsprozess angestrengt. Und dann hat der Richter mich gefragt, sind Sie homosexuell? Und dann habe ich natürlich mit meinem Anwalt mich beraten, da hat er gesagt, und aber warum wollen Sie das wissen? Ja, wegen der Glaubwürdigkeit. Und dann habe ich gesagt, jawohl, ich bin's. Und das kam damals nur in der Süddeutschen Zeitung. Und der Merkur hat es lustigerweise nicht gebracht, weil die gesagt haben, das geht jetzt Privatgeschichte. Aber ich bin damals von einer Spiegeljournalistin angerufen worden. Und er sagt, gibt es denn das heute noch, dass vor Gericht das eine Frage ist, was für eine sexuelle Orientierung man hat? Also das heißt... Und dass das mit Glaubwürdigkeit in Verbindung gebracht wird. In welchem Jahr war das? Ach, das ist jetzt sicher schon 5, 6 Jahre, also länger ist das her. Okay. Damals waren viele Freunde von mir natürlich, haben die eigentlich, das haben wir gar nicht gewusst. Meine Pfarrerfreunde alle haben das nie gemerkt, haben die gesagt. Also Sie waren ein guter Schauspieler. Ja, muss auch Schauspieler, das wäre ja auch wieder falsch, wenn man was vorspielt, aber ich wollte das halt nie vor mir hertragen. Sagen wir mal so. Und jetzt habe ich gesagt, nein, jetzt machen wir das. Und ja. In der katholischen Kirche führt es ja auch zum Ausschluss als Priester. Also ja. Ich meine, das hat ja Benedikt durchgesetzt, dass man als katholischer Pfarrer dann deswegen hat sich das sehr gut ergeben, meine Hinwendung zu den Altkatholiken, die ja schon Jahre vorbereitet war. Also ich bin schon im Studium hier eben bei der Kirchengeschichte in München, bin ich schon diesen Ignaz von Döllinger, der war ja berühmter Professor im 19. Jahrhundert hier in München. Es ist der eigentliche Kirchenvater der Altkatholiken. Der hat damals in München große Vorträge gegen dieses Unfehlbarkeitsdogma gehalten und wurde dann aber exkommuniziert. Und auf seine Initiative hin hat sich diese altkatholische Kirche gegründet. Und das hat mich schon immer fasziniert, katholisch sein, also wirklich mit Sakramenten, mit allem und gleichzeitig diese Hybris des römischen Zentralismus nicht mitvollziehen. Das war für mich immer schon sehr faszinierend. Und deswegen habe ich gesagt, jetzt mache ich den Schritt. Und das ist das Ende jeglicher Heuchelei sozusagen. Ja, hoffen wir es. Wir sind ja alle Sünder und fehlen, aber ich möchte in dem Sinn, ja. Ich wollte eine Frage nachschieben von der Kollegin Lisa Marie Birnbeck vom TZ und Münchner Merkur Zeitungsverlag. Die sagt, die Bunte berichtet exklusiv, dass sie am 12. März ihren Lebensgefährten heiraten. Erst einmal herzlichen Glückwunsch. Wie kam es, dass OB Dieter Reiter hier gegenüber Sie persönlich trauen wird? Und wie wichtig ist es für Sie, dass dieser Bund in der altkatholischen Kirche möglich ist? Also zur ersten Frage, Dieter Reiter und ich sind schon seit seiner Zeit als Wirtschaftsreferent befreundet mit der Familie. Und wie der erfahren hat, wie ich habe mal gesagt, also jetzt heirate ich, dann hat er gleich gesagt, dann traue ich dich aber. Und das habe ich natürlich angenommen, es war ein bisschen schwierig, einen Termin zu finden, wo er Zeit hat, der uns passt, aber es klappt. Also. Und das ist der Grund dafür. Dann die zweite Frage. Ich möchte
offiziell in der Kirche von einem Pfarrer getraut oder gesegnet werden. Und zwar nicht jetzt so, ich hab auch selber immer wieder homosexuelle Paare gesegnet, aber das konnte nie in der Kirche sein, nie offiziell, entweder privat zu Hause oder ich habe am Standesamt ein Gebet gesprochen. Und also Sie haben selber schon schwule Paare gesegnet? Ja, gesegnet. Ja. Das machen viele Pfarrer, auch wenn man es nicht wissen darf, da haben wir es wieder, das ist ja so. Und da in der Kirche, zu der ich jetzt gehöre, da ist es nicht, da muss das nicht heimlich passieren, sondern da ist es offiziell eine Trauung. Die Altkatholiken sind noch ein bisschen in der Diskussion, habe ich festgestellt, ist das jetzt ein Sakrament dann oder nicht? Das wird also eher in der Schwebe gehalten, aber also das möchte ich einfach. Das muss jetzt keine große Hochzeit nach außen sein. Ob jetzt da die Bunte dabei ist, das ist mir wurscht. Aber es soll was, ich möchte meine Freunde und Bekannten dazu einladen und ein Fest machen, Kirche und Hochzeitsfeier. Genau, so wie es alle anderen eben auch machen, ja, dass das ein Grund zur wahren Freude ist. Ja. Noch eine Frage von Frau Birnbeck. Das Thema Liebe und Glaube scheint oft eine schwierige Angelegenheit zu sein. Schließlich predigt die Kirche Nächstenliebe, reglementiert jedoch ihre Gläubigen oft sehr, wen und wie sie lieben dürfen. Das ist für mich ein Widerspruch. Sehen Sie das ähnlich? Und war diese Einschränkung von Liebe vielleicht auch ein Grund, dass Sie aus der römisch-katholischen Kirche ausgetreten sind? Papst Benedikt XVI. Hat eine ganz berühmte Enzyklika geschrieben mit dem, also Ratzinger, hier ehemaliger Erzbischof, mit dem Titel Deus Caritas Est, Gott ist die Liebe. Also wenn wir das verkünden, dann müssen wir es auch leben. Und ich glaube, Liebe zwischen Menschen ist immer dann gut, wenn zwei freiwillig das wollen. Und daraus, alles andere geht uns nichts, also nichts an, also oder beziehungsweise das muss die Maxime sein, wenn zwei Menschen sich lieben, die freiwillig das miteinander wollen. Also das ist gegen alle Zwang, gegen natürlich gegen was also, aber und das muss doch positiv sein. Und das ist sicher auch eine große Frage bei Maria 2.0, die kirchliche Sexuallehre, die muss sich einfach den Gegebenheiten unserer Zeit öffnen. Bisher ist es ja nach wie vor so, Sex gibt es nur innerhalb der Ehe zwischen Mann und Frau. Alles andere ist schwere Sünde. Es geht von der Selbstbefriedigung über homosexuelle Betätigung, über sonstige Sachen, auch die Art und Weise wie, also ob man jetzt, was weiß ich, Fetische braucht oder Toys oder sonst was, alles das ist nach bisheriger katholischer Lehre verboten, also oder Sünde. Und ich glaube, da muss ich was tun. Das ist im Grunde, hat die katholische Kirche keine Sexuallehre, sondern nur eine Ehelehre. Also es darf Sex nur innerhalb der Ehe stattfinden, der Ehe zwischen Mann und Frau also, stattfinden. Und es geht ja bei Ihnen auch um eine politische Ebene. Sie haben ja vor Jahren schon gesagt, es gibt ein Menschenrecht auf Ehe und eben ja, für jeden. Ja, also man muss aufpassen. Das ist natürlich heute auch so, dass wir das heute so empfinden, dass es ein Menschenrecht auf Ehe gibt. Denken Sie an andere Zeiten. Im 19. Jahrhundert war das nicht selbstverständlich, dass alle Herren. Ja, aber wir leben jetzt im 21. Ja, ja. Also das ist schon auch eine moderne Einstellung und das stimmt auch. Vor allem früher wurden die Ehen ja eher geschlossen zwischen den Familien und nicht zwischen den Individuen. Also, und das ist natürlich, das ist die moderne Zeit, das ist der Individualismus, den wir haben, den man aber nicht verteufeln darf, sondern den man begleiten muss. Das ist es. Und ich glaube, da versagt die Kirche ein bisschen, weil sie noch in diesen, was heißt ein bisschen, ziemlich, weil sie noch
im Kopf in diesen Zeiten, in diesen agrarischen Zeiten lebt. Aber wir sind eine Struktur, wir sind moderne Menschen, wir leben in einem demokratischen System. Und Gott sei Dank bei uns in Deutschland ist es seit 1949 etabliert. Und dann gibt es so eine erratische Organisation innerhalb der demokratischen Gesellschaft, wo noch der absolute Monarchismus herrscht, nämlich katholische Kirche. Und das ist eine große Diskrepanz, und ich glaube, das ist auch mit ein Grund, warum so viele Leute aus der Kirche austreten, weil das so eine Diskrepanz ist eben zwischen unserem normalen Leben, das selbstbestimmt ist, und einer Organisation, die aber eigentlich alles bis aufs Kleinste, bis ins Schlafzimmer hinein regelt. Bei den 7 Thesen, die Sie an die Kirchentüren angeschlagen haben, ist ja auch eine dabei, Frau Richthofer, wo Sie schreiben, die offiziell gelehrte Sexualmoral ist lebensfremd und diskriminierend. Sie orientiert sich nicht am christlichen Menschenbild und wird von der Mehrheit der Gläubigen nicht mehr ernst genommen. Sie haben vorhin so schön gesagt, irgendwie Liebe wagen. Also ich meine, dass es irgendwie überhaupt eine Frage ist, ob man als Mensch jemanden lieben darf. Also ich meine, Gott hat uns die Liebe als eines der mächtigsten Dinge überhaupt gegeben. Gott ist die Liebe. Und jetzt wird diskutiert, wer wen lieben darf. Also ich meine, das ist doch alles irgendwie von Gott gegeben, wen wir lieben. Also ich meine, auch ein Homosexueller entscheidet sich jetzt nicht willentlich zu sagen, ach, jetzt liebe ich doch mal einen Mann, ist doch viel cooler. Also ich meine, das Leben wäre wahrscheinlich einfacher, wenn man als Mann Frauen lieben würde oder als Frau Männer. Also ich glaube, dann hat man wenig Vorteile daraus, zu entscheiden, gleichgeschlechtlich zu lieben. Also insofern gehe ich mal schwer davon aus, dass die Menschen, die das entscheiden, das aus einer sehr tief intrinsischen Motivation heraus tun und nicht aus irgendeinem Kalkül. Und dass man, ja natürlich, wir haben das in der These drin, denn ich weiß, ich habe als Jugendliche das Buch von David Lodge, How Far Can You Go, gelesen. Wunderbares Buch, wo es um eine Gruppe von Katholiken geht, strenggläubiger Katholiken, die darauf warten, dass diese Pillenenzyklika rauskommt, 1968. Also wo es wirklich dann ständig Diskussionen in diesem Freundeskreis gibt, was wird er sagen, wird er es uns erlauben, die Pille zu benutzen, ja oder nein? Und dann verbietet das. Und für diesen Freundeskreis ist es damit ganz klar, dann darf ich keine Pille nehmen. Wenn der Papst es verboten hat, dann geht es halt leider nicht. Und ich weiß, mich hat das damals total fasziniert. Also ich kam aus einer sehr, sehr offenen Familie. Ich dachte auch, glaube ich, bis 12, dass es katholische Pfarrfrauen gibt, weil wir eine hatten. Also unser damaliger Pfarrer hat das ganz offen gelebt, seine eheähnliche Gemeinschaft. Wir hatten beim Kommunionausflug hat Frau Ilchmann die Würstchen ausgeteilt und das war wunderbar. Aber gut, als irgendwann mal mir klar geworden, die meisten Katholiken haben keine Pfarrfrauen. Und damals hatte ich das dann gelesen und habe gedacht, boah, warum ist das für die überhaupt von Bedeutung? Also schon damals, schon als ich bin jetzt 50 Jahre alt, schon als ich eine Jugendliche war, gab es aber wirklich niemanden in meinem Umfeld, und da waren viele gute Katholiken dabei, die das irgendwie noch gekratzt hätte, ob der Papst jetzt Kondome oder Pille oder irgendwas erlaubt oder verbietet. Also das ist doch archaisch irgendwo in unserer Gesellschaft zu sagen, das geht nicht. Ich war bei einem afrikanischen Pfarrer mal dort eingeladen, der sagte, hallo, ich verteile Kondome in der Kirche. Wir haben irgendwie 50% AIDS-Rate. Das wäre ja Mord an meinen eigenen Gemeindemitgliedern, wenn ich denen sagen würde, bitte aber nur ungeschützten Verkehr. Also das ist wieder diese Scheinheiligkeit. Also ja, natürlich, das, was da postuliert wird, das lebt doch keiner mehr. Wer von uns glaubt denn da noch dran, dass wir sagen hier, was der Papst sagt, ist absolutes Gesetz, und wenn ich dagegen irgendwas tue, dann komme ich aber gefälligst in die Hölle. Also das ist die eine von den Kirchenvolksbegehren, Forderungen, die vor 25 Jahren immerhin fast 2 Millionen Menschen hier unterschrieben haben, die verwirklicht ist und die wir jetzt nicht mehr wieder drin haben. Das ist dieses Frohbotschaft statt Drohbotschaft, war damals noch ein großes Thema. In der Richtung hat sich viel getan, und das hat, glaube ich, ein Stück weit der Kirche auch das Genick gebrochen. Denn solange wir noch alle Angst hatten, hat dieses System geklappt. Also ich war mal in Exerzitien, da war ein wunderbarer, etwa 80-jähriger Herr,
bei dem ganz klar war, ich komme jeden Sonntag in die Kirche, denn sonst komme ich ins Fegefeuer. Also es gibt die Sonntagspflicht und ich muss dahin. Und für den war das noch klar. Ich glaube, da können Sie heute lange suchen, bis Sie jemanden finden, der noch so denkt. Das heißt, wir denken alle freier, deswegen dürfen wir uns emanzipieren, auszutreten. Wir bleiben dann ja übrigens sogar trotzdem noch getaufte Katholiken. Das kann man ja nicht wieder wegnehmen. Also selbst wenn Sie austreten, bleiben Sie ja Katholik. Aber es ist dann trotzdem so, dass die Menschen heute einfach sagen, also, wenn ihr mir das vorschreibt, was ich schon lange nicht mehr lebe, an was kaum noch jemand glaubt, dann ziehe ich Konsequenzen. Ich will ja auch nicht AfD oder Trump als Frau. Also, ich kenne viele Menschen, mich eingeschlossen, die würden es ihren Müttern, die würden es nie übers Herz bringen, ihren Müttern zu sagen, dass sie aus der Kirche ausgetreten sind, weil das eben zu schweren Verwerfungen führt. Aber die Austrittswelle, die wir derzeit haben, das ist ein großes Thema, Herr Bilkrieg, und gerade im Erzbistum Köln sind alle Termine ausgebucht. Und die Ursache ist ja, dass sich viele Menschen über sexuellen Missbrauch von Amtsträgern erregen und der offenbar nicht ausreichend intensiv aufgeklärt wird. Also wie sehen Sie da einen Zusammenhang auch mit dieser aufgezwungenen Lebensweise, mit dem Zölibat, dass Priester da eine verdruckste, verklemmte, verquere Sexualität entwickeln, dass man die Sexualität nicht einfach per Dogma dann wegsteuern kann? Also ich bin überzeugt davon, dass die wenigsten Missbrauchstäter wirklich pädophil sind. Das heißt, dass sie veranlagt sind und nur Kinder oder Jugendliche wollen. Sondern ich glaube, dass, natürlich gibt es diesen Anteil. Und die werden auch durch den Zölibatsabschaffung in jeder Organisation wird es die geben. Aber ich glaube, dass bei vielen einfach die Sexualität sich rührt und dann, nachdem man ja nicht gelernt hat und es auch offiziell nicht darf, einen gleichaltrigen oder einen gleichwertigen Partner zu suchen, weicht man dann eben auf diejenigen aus, die am wenigsten Widerstand leisten. Und das ist, glaube ich, und diesen Anteil, den könnte man sicher durch das Ende des Pflichtzölibats wegbekommen. Das glaube ich schon. Es ist ja erwiesen, es gibt ja in der katholischen Kirche auch einen verheirateten Klerikerstand, nämlich die Diakone, die dürfen ja seit 1968 verheiratet sein. Und dort ist es eindeutig, dass der Anteil der Missbrauchstäter um die Hälfte geringer ist als der bei den zölibatär lebenden Priestern. Also das hat auf jeden Fall eine signifikante Auswirkung. Und deswegen glaube ich auch, dass man diesen Pflichtzölibat, das heißt, dass Priester zum Heute ist es ja so, man kann als Verheirateter nicht Priester werden und man kann als Priester nicht heiraten, also kirchlich. Und dass man diesen Pflichtzölibat aufhört, wenn die Zölibatär Hochbegabten, die können denn nach wie vor mit großer Leidenschaft leben oder es soll auch als Zeichen durchaus sein, wenn ich sage, ich will halt hier, man hat es ja früher immer so als eschatologisches Zeichen aufgefasst. Also sozusagen die Engel im Himmel die sind nicht verheiratet und wir zeigen das jetzt hier schon, dass das eigentlich unser Ziel ist. Wissen wir das? Wie die Engel im Himmel leben. Genau. Ja, Vita Angelica ist das, also das engelgleiche Leben. Und das ist vorbei. Dieses Zeichen wird heute nicht mehr wahrgenommen, sondern man nimmt es eher so wahr, wie Sie es gerade gesagt haben, eher verklemmt wenn ein Pfarrer so ganz normal seine Beziehungen ausleben darf, mit diesem Vorbehalt, Liebe heißt zwischen zwei Menschen, was sie freiwillig gern miteinander machen. Und wenn sie heiraten dürfen, sei es also Frau oder Mann, dann
und Pfarrerinnen heiraten, dass dann sowohl der Anteil dieser Missbrauchstäter signifikant zurückgeht, als auch, dass es bei den Leuten einfach angenommen wird. Es ist ja heute, regt es doch schon keiner mehr auf, wenn man von einem Pfarrer weiß, der hat, wie Sie es gerade gesagt haben, die Pfarrfrau oder der lebt mit einem Mann zusammen. Das heißt, Sie sehen da die Empörung, die moralische Empörung nicht in den Kirchengemeinden vor Ort. Nein, überhaupt die sind, nicht. Die sind weiter als ihre höchsten Repräsentanten im Denken. Ja, sicher. Die meisten, also natürlich wird es immer welche geben, die 150%ig sind, so wie Sie es vorher geschildert haben, mit dem Freundeskreis in dem Roman, die wird es immer geben, aber wir müssen als Christen, du hast diese Toleranz lernen. Es darf doch in der Kirche von mir aus, darf es doch welche geben, die gerne eine lateinische Messe gehen, aber es muss auch welche geben, die einen charismatischen Gottesdienst haben. Es wird ja immer auch behauptet von offizieller katholischer Seite, dass der Pfarrer deshalb das Zölibat leben sollte, damit er die ganze Kraft sozusagen aufwenden kann für seine Gemeinde und nicht abgelenkt wird von familiären Pflichten. Aber wie groß ist die Einsamkeit? Das ist ja auch ein Tabuthema in der gesamten Gesellschaft. In England haben sie ein Ministerium gegen Einsamkeit inzwischen. Wie groß ist das in der Kirche? Ja, ich glaube schon, dass sehr viele Pfarrer, Priester unter dieser Einsamkeit auch leiden, weil man sich nicht traut, Zweisamkeit zu zeigen oder nur Zärtlichkeit oder sowas. Also ich kenne etliche Pfarrer, die Alkoholiker sind oder sonst was, weil sie eben den Stress nicht aushalten. Den Stress halten sie nicht aus, weil sie nicht verheiratet sind, sondern ein gesundes Familienleben wäre ja gerade die Möglichkeit, sozusagen, ich kann heimkommen und weiß, ich bin in der Gemeinschaft der Familie, meine Kinder oder Partnerin, Partner. Ja. Das ist ja eher was für das seelische Gleichgewicht. Und das, also dieses Argument mit den Pfarrern, die ganze Kraft für die Familie, für ihr Amt, was machen dann unsere Ärzte oder alle anderen Berufe, die für andere Menschen da sind, dürften die auch alle. Es gab es früher mal, in den 50er Jahren gab es den Lehrerinnenzölibat, das weiß man gar nicht mehr. Ich hatte noch mehrere Fräuleins in der Schule als Lehrer. Das war Gesetz, dass die Lehrerinnen, die heiraten wollten, aufhören mussten. Und den haben wir aber 56, glaube ich, schon abgeschafft. Also bitte. Also alte Zöpfe können abgeschnitten werden, ja, so wie die Bestimmung, dass Frauen nur mit Genehmigung ihrer Ehemänner arbeiten durften. Das hat es ja auch mal gegeben. Gibt es hier jetzt Fragen in unserem sehr bescheidenen Auditorium, dass wir aus Corona-Gründen, hier dürfen nur 10 Menschen im Raum sein. Bitte. Können Sie bitte ans Mikrofon gehen, da? Damit es alle hören können. Dann geht es heute, das ist auch. Ja, bitte. Also, okay, also ich fange es damit an, dass ich gleich anschließe das Thema Pfarrer, verheiratete Kinder. Ich kann mich noch sehr gut in der katholischen Kirche erinnern, wie man das Zölibat damit begründete, dass die meisten RAF-Terroristen aus evangelischen Pfarrershäusern kamen. Vielleicht erinnern Sie sich noch dran, das war damals ein sehr interessantes Argument, der Pfarrer sieht nur bei den Evangelien, da werden sie alles Terroristen raus. Zwei Sachen habe ich aus Ihnen beiden rausgehört. Anselm und ich, wir kennen uns schon sehr lange. Das ist eine, diese Geschichte der Machtausübung der katholischen Kirche und das Eintrichtern von schlechtem Gewissen. Ich bin also wirklich das katholische Urviech in Oberbayern, weil ich bin nicht nur nicht katholisch auf die Welt gekommen und getauft, meine Mutter oberschlesische radikale Katholikin und mein Vater rheinischer Katholik aus Köln, aber mit einem Hauch von Karneval. So, ich bin natürlich Ministrant gewesen, natürlich Georgspfadfinder gewesen. Ich war im humanistischen Gymnasium, Latein, Griechisch und dann habe ich Hebräisch gewählt. Und als mein Vater das mitbekommen hat, ist er sofort los und hat, wieso willst du Hebräisch? Ich komme zur Frage schlichtweg, die Sache der Machtausübung.
Wenn die Kirche weiter, die katholische Kirche weiter bestehen will, dann soll sie sich bitte an Kant erinnern, habe den Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen. Wie will man diese Macht auch auf Kinder und was alles ist, heute wegkriegen? Diejenigen beiden Herren, die mich in der katholischen Kirche belassen haben, waren meine katholischen evangelischen Militärpfarrer. Ich war ja Offizier, weil ich dort Kirche anders kennengelernt habe. Also wie kriegt man die Macht weg? Okay. Wie kriegt man die Macht weg? Sie haben da die Thesen liegen. Ja. Das wäre, glaube ich, mal ein Anfang. Also zu sagen, ich frage mich immer, was würde passieren, wenn die deutschen Bischöfe jetzt einfach sagen würden, hey, ihr habt recht. Also wir müssen ja niemanden zwingen in einen Gottesdienst mit einer Frau. Ich meine, wenn wir mit 9 Kindern, mit 9 Personen, 7 Kindern versuchen, einen Konsens zu finden, dann wird man auch versuchen, irgendwie bei der Urlaubsplanung alles unter einen Hut zu kriegen. Und da läuft es dann darauf hinaus, dass die einen das machen dürfen und die anderen das und die anderen das. Also man muss ja nicht alle geradlinig auf eine Linie kriegen. Also wenn die Bischöfe jetzt sagen würden, hey, ihr habt recht, also Vielfalt, Einheit in Vielfalt ist das, was uns gerade retten kann. Und damit, also schon, wenn sie Homosexualität in der Kirche nicht mehr verbieten, haben sie viel Macht schon mal abgeschnitten, weil das Wissen um die Homosexualität ist ja ein grausiges Machtmittel. Ich weiß, du bist homosexuell und wenn das offiziell wird, dann können wir dich rausschmeißen. Das ist ja an sich schon mal böse, dass da Menschen so eine Macht über andere haben, weil wir ganz absurde Verbote haben, die da bestehen. Und was würde passieren, wenn jetzt die katholischen Bischöfe sagen würden, ihr habt recht, uns laufen die Gläubigen haufenweise davon. 300.000 Kirchenaustritte schaffen wir 100%ig dieses Jahr, kein Ding. Also bevor wir jetzt alle verlieren, müssen wir das irgendwie zusammenhalten und müssen diese Macht beschränken und müssen einfach den Menschen, also im Zweiten Vatikanum gab es irgendwie einen schönen Satz, die Wahrheit wird gefunden in der Diskussion mit dem Volk Gottes, das sind wir alle. Das sind die Reformer, das ist ein Herr Bilgri, der sagt, ich möchte meinen Mann heiraten dürfen und offiziell zu ihm stehen dürfen. Das sind Menschen, die sagen, ich bin geschieden und ich meine, Scheidung ist nicht vergnügungssteuerpflichtig, das macht niemand, weil es so toll ist, sondern aus tiefer Not heraus. Und das dürfen trotzdem katholische Christen ersten Ranges bleiben und die müssen jetzt nicht hoffen, dass sie einen Pfarrer haben, der die Macht, die er über diese Menschen hat, nicht dazu nutzt, sie rauszuschmeißen, sondern der sagt hier, selbst unser Papst hat gesagt hier, die Hostie soll wunderbare Speise für die Bedürftigen sein und nicht Belohnung für die Wohlschaffenden. Also bitte, einfach mal leben, dann glaube ich, können wir schon sehr viel von dieser Macht abbauen. Einfach mal leben ist ein schönes Motto, Herr Bilgri. Also ich glaube, das hängt schon mit der Sozialisation der Funktionäre in der Kirche zusammen. Also wer Bischof wird, bis vor ein paar Jahren gab es ja da diesen Fragenkatalog, der von Rom verschickt wurde an ausgewählte Freunde oder Bekannte des jeweiligen Bischofskandidaten, wo die wichtigste Frage war, ist der Kandidat also mit seinem Sexualleben alles in Ordnung? Zweitens, hat er sich jemals zur Priesterweihe der Frau geäußert? Unterstützt er die Pillenenzyklika von Papst Paul? Das waren alles Fragen, die da drin waren. Das heißt, es kommen nur systemimmanente Herren nach oben. Und dass die natürlich dann auch dieses System stützen wollen, beziehungsweise gar keine andere Denke haben. Ich rede nicht einmal von den alten weißen Männern, wie es immer heißt. Das sind ja junge Leute drunter. Also nehmen wir es den Bischof von Passau oder sowas, die dann so stramm sind. Und das muss aufhören. Das wird eben alles zentralistisch von oben. Der Nuntius ist ja nicht der Botschafter des Papstes beim Bundespräsidenten, sondern der ist der Spitzel, oberste Spitzel des Papstes bei den deutschen Katholiken, so sieht es doch aus. Und dann werden dann, bei dem läuft alles zusammen und dann gehen diese Geheimberichte über irgendwas nach Rom. Und dann werden diese Bischöfe danach ausgesucht und das muss schon mal aufhören. Man muss, muss das Volk mitreden können, wer wird unser Bischof. Also Sie sprechen sich für gewählte Bischöfe aus. Ja, auf jeden Fall eine Form der Mitbestimmung. Ja. Und das ist und natürlich diese Macht über die Seelen, die aber schwindet.
Also die schwindet, das ist, sehen wir ja am völligen Rückgang des Beichtsakraments. Also diese Ohrenbeichte, die ist, also ich würde nicht sagen tot, vielleicht hier in St. Michael ist das noch ein Riesenansturm vor Ostern, aber ich habe es selber bei mir erlebt. Ich war in Andex, ja, wie ich kurz nach meiner Priesterweihe bin, sind wir in der Wallfahrtswoche, das war die Woche von Christi Himmelfahrt, sind wir zu sechs, siebt, Patres Beicht gesessen, in diesen offenen Beichtstühlen in Andex, von 8 Uhr früh bis 18 Uhr abends, eine Woche lang. Und die Schlange ist nicht abgerissen. Und wie ich dann, kurz bevor ich ausgetreten bin, war ich allein im Beichtstuhl gesessen und bin die meiste Zeit Brevierbeten draußen in der Kirche gegangen. Also das heißt, es ist ein völliger Niedergang. Und das ist das spricht schon auch dafür, dass diese Macht über die Seelen schwindet. Vielleicht ist das ein Indiz für Fortschritt. Ja, ja, man auch, lässt sich einfach ja. Nichts mehr. Früher war ja, also die wichtigsten Fragen im Beichtstuhl waren ja immer gleich noch sechs. In sechsto. Also neurotische Fixierung auf alle Unterleibsthemen. Ich weiß, ein Freund von mir, der hatte auch Prämiz, also Priesterweihe, und der war sehr, sehr, sehr kirchenkonform, der hat alle seine Verwandten zum Beichten geschickt. Und die sind natürlich dann so Beichtkirchen an Wallfahrtsorten gegangen, nicht in Annex. Und die einzige, ein Pater hat dann die Mutter gefragt, also sie haben über gar nichts gebeichtet, über das sechste Gebot, das gibt's ja nicht. Da muss ja irgendeine Sünde sein. Also diese Zeit ist vorbei. Ja. Gehen Sie bitte ans Mikrofon. Hier eine Frage noch aus dem Publikum. Meier Siemet, ich habe noch eine Frage zum Thema Kirchenrecht und Kirchenaustritt. Sie haben es ja schon angedeutet, Herr Pellegrini. Aber der Kirchenaustritt ist ja eigentlich ein höchst individueller Akt. Ich kann als Katholik hingehen und kann sagen, ich will in dem Verein nicht mehr Mitglied sein, so wie ich nicht unbedingt mehr Mitglied beim FC Bayern sein muss, wenn man der Vorsitzende zu viel Blödsinn daherredet. Und damit hat sich es eigentlich. Aus Sicht der katholischen Kirche schaut es aber ein bisschen anders aus. Die katholische Kirche argumentiert doch damit, dass sie sagt, ich habe dich getauft, lieber Gläubiger und mittlerweile Ungläubiger, und als getaufter Christ kannst du das nicht einfach zurückgeben. Und ähnlich frage ich mich, könnte es doch auch mit dem Priester sein, dass das Priesteramt, das ja auch ein Sakrament ist, was würde denn passieren, wenn der Bürger Pilgri, der mittlerweile nicht mehr in der katholischen Kirche Mitglied sein will, wenn der am nächsten Sonntag zum Gärtnerplatz gehen würde, und vielleicht nicht im katholischen Ornat, denn das wäre Amtsanmaßung, aber sonst halt eine Messe lesen würde. Was würde denn da passieren? Käme dann die Funkstreife? Und oder muss er sich überhaupt, nachdem er nicht mehr Mitglied im Verein ist, heute noch vom Kardinal von München und Freising oder von dem von Augsburg sagen lassen, wann und wo er Messe lesen darf und ob überhaupt? Wie sieht das aus? Also rechtlich ist das ganz klar. Mit dem Kirchenaustritt wird ein Katholik exkommuniziert, kirchenrechtlich, das ist klar. Und wenn Sie wieder eintreten würden, also vielleicht ich habe das ja ein paar Mal gemacht, dass ich wieder eintrete, dann muss er erst vom Bischof von dieser Strafe der Exkommunikation gelöst werden, das ist durch ein Dekret, und dann kann der Pfarrer denjenigen aufnehmen. Also das ist innerhalb, also einen römisch-katholischen Gottesdienst kann ich nicht mehr halten. Ich kann aber als Altkatholik jetzt natürlich, das ist noch nicht jetzt vollzogen, das dauert ein bisschen, bis das durch die Gemeinde versammelt. Das ist ein bisschen anders als in der römisch-katholischen Kirche. Da kann der Bischof allein nichts sagen, sondern muss die Gemeindeversammlung muss mich akzeptieren als Priester im Nebenamt. Und dann erst kann der Bischof mir diese Erlaubnis geben, das Amt auszuüben. Also das ist, wenn Sie so wollen, auch der Nachteil von Demokratie in der Kirche, dass es halt Gremien gibt, die dann da mitreden. Und ich finde das gut, deswegen bin ich da hingegangen. Synodale Prinzip, das ist es zum Beispiel. Ich
habe schon seit ein paar Jahren in Hermannsdorf bei der Schweißfurt die letzten Jahre den Erntedankgottesdienst gehalten, eine Messe. Da habe ich natürlich gleich die Leute da draußen angerufen und gesagt, also ich bin jetzt auch nicht mehr römisch-katholischer Priester, sondern altkatholisch. Lasst ihr mich das weiterhalten? Dann haben sie gesagt, uns ist das wurscht, wir wollen Sie, und dann machen wir einen altkatholischen Gottesdienst. Und wenn Sie es nicht können, dann wollen wir den evangelischen Pfarrer, dann wird das evangelische. Also die Leute sind da eher, lassen sich da nicht mehr alles so vorschreiben. Frau Richthofer, Sie haben mit Maria 2.0 einen Brief an den Papst auch schon geschrieben oder übergeben lassen an den Nuntius. Haben Sie irgendwelche Hoffnung in Papst Franziskus, der wirklich viel eine Projektionsfläche ist für Hoffnungen, für eine offenere Sprache, für eine menschennähere Theologie? Die Hoffnung stirbt zuletzt. Ich glaube, wenn wir das aufgeben würden, dann wären wir alle draußen. Und ich meine, er hat ja mal so schön gesagt, die Tür ist zu zum Thema Frauenordinariat. Also, aber immerhin gibt es da eine Tür. Also es ist keine Wand. Also insofern denken wir, solange da eine Tür ist, kann die ja auch geöffnet werden. Und ich glaube, er ist bestimmt an sehr, sehr vielen Stellen an Wände gelaufen, die er da vielleicht auch nicht vermutet hätte, hat man oft das Gefühl, der liebe Papst Franziskus. Wir hatten alle große Hoffnungen in ihn gesetzt. Also jetzt mein ganzer Freundeskreis, alle, die gesagt haben, Mensch, jetzt kommt jemand hier, neue Besen kehren gut und vielleicht passiert ja wirklich was. Ich meine, der hat unter den Menschen gelebt, der weiß, wie es ist, Mensch zu sein, viel mehr als der Papst vor ihm zweifelsohne. Und an vielen Stellen ist man immer wieder enttäuscht. Ich meine, er war derjenige, der zum Beispiel das Verbot von Homosexuellen jetzt wirklich ja noch weiter verfestigt hat. Also wo man gesagt hätte, Mensch, das hätte es jetzt nicht gebraucht. Also immer wieder gibt es Punkte, wo man sich denkt, ach schade. Und vielleicht ist das jetzt ja mal der große Wurf, wo er sich dann doch irgendwann mal traut. Also wirklich, wir hoffen und wir glauben fest daran, dass je mehr Menschen das glauben und wir merken auch, je mehr Pfarrer sich dazu bekennen, desto mehr Menschen trauen sich, damit zu machen. Mhm. Wenn ein Pfarrer sagt, du darfst das einfordern, das ist nicht böse, böse, du kommst nicht in die Hölle deswegen, dann kommen immer mehr Menschen, die sagen, ja, eigentlich denke ich auch so, denn nein, ich will weder Homosexuelle noch Geschiedene noch irgendjemanden verdammen, denn eigentlich will ich meinen Nächsten lieben dürfen. Und da hoffen wir jetzt einfach drauf, ja. Herr Bilkrich, Papst Franziskus überschätzt in der Realität jemand, der eigentlich dann doch nichts Großes ändern will? Also ich bin auch von ihm enttäuscht, sage ich ganz ehrlich. Also er kündigt so im saloppen Gespräch in den Flugzeugen mit den Journalisten immer, macht er die Tür auf und dann aber der Schritt, der folgen müsste, das überlässt er dann seinen Kurialen da in Rom, die natürlich eher sagen, also es war schon immer so oder es war noch nie so. Und deswegen tut es mir ein bisschen leid, aber eigentlich hätte er ja als Papst die absolute Macht in der Kirche. Tut er auch nicht, das ist schon klar, das ist vielleicht auch wieder gut, aber er bringt es nicht, sagen wir, er geht zwei Schritte nach vorne und dann muss er wieder einen zurückgehen. Aber vielleicht genügt es schon, dass wir so jemand einmal als Papst haben, der nicht jedes Wort sofort eine Enzyklika ist, sondern das einmal locker einfach so. Dadurch wird eine Atmosphäre geschaffen. Sie haben eine besondere Beziehung zu seinem Vorgänger, Kardinal Ratzinger, hier in München. Der hat sie zum Priester geweiht. Ja. Aber ist das nicht, der Papst mag einen Schritt vorgehen und zwei zurück, aber ist unter Ratzinger die Kirche nicht sozusagen stehen geblieben? Und ihm wird ja jetzt auch neuerdings in einem Buch vorgeworfen, dass er als Leiter der Glaubenskongregation die Aufklärung von sexuellen Missbrauchsfällen verschleppt bzw. verhindert hat. Also wer den Kardinal Josef Ratzinger ein bisschen kennt, also der ist ein total asexueller Mensch, glaube ich, also von seiner ganzen Art, das ist ihm völlig,
Und ich glaube, dass ihn das auch furchtbar persönlich mitnimmt, sowas erfahren zu müssen. Da gibt es Priester oder Bischöfe, die sowas in seinen Augen Unaussprechbares tun. Und er konnte auch nicht damit umgehen. Und natürlich ist er einer, der so diese Heiligkeit der Kirche wahnsinnig hoch hält. Und das ist ja so die ganze Einstellung bisher gewesen. Das ist ja systemisch, nicht? Nennt man das. Das heißt, das System schützen, die Kirche ist heilig, fleckenlos. Und wenn es dann einmal so Flecken gibt, dann müssen die verdrängt werden und dürfen unter den Tisch. Also ich muss Ihnen ehrlich sagen, ich kenne mich nach 10 Jahren, und das ging ja schon los wie in Amerika, die Missbrauchsfälle, das war ja schon vor uns in Deutschland, aber ich kenne mich nicht aus, welche Verfahren innerkirchlich jetzt eigentlich gelten. Was muss nach Rom gemeldet werden, was kann der Bischof selber lösen, und das ist schon interessant, dass nach so langer Zeit die Kirche es noch nicht geschafft hat, ein transparentes Verfahren so aufzustellen, dass das auch alle wissen. Und das ist jetzt schon erstaunlich, dass da jetzt da bei dieser letzten Sitzung der Bischofskonferenz auch wieder was Neues, neue Gremien geschaffen werden müssen und alles Mögliche. Also was gilt jetzt eigentlich und was nicht? Frau Richthofer, Sie haben Kinder. Fühlen Sie sich sicher, dass Kinder in der Kirche wirklich geborgen sind, wohlbehalten und... Also ich fühle, wenn Sie jetzt ansprechen, ob ich Angst habe, dass die von irgendeinem Pfarrer missbraucht werden, um Gottes Willen, ja, natürlich fühle ich mich da sicher. Unser Pfarrer ist wunderbar, wenngleich ihm sogar... Unser Pfarrer kam mit einer St. Pöltener Geschichte zu uns und es gab eine heiße Diskussion damals. Also das ist der Pfarrer, der in diesen Missbrauchsskandal von St. Pölten da als Bauernopfer fiel. Und in schönster katholischer Tradition wird so ein Pfarrer dann ja versetzt. Und ein wunderbarer Mensch, der zweifelsohne keinem Kind ein Haar krümmen wird. Also da fühle ich mich absolut sicher. Ich fühle mich nicht sicher, dass meine Kinder in dieser Kirche bleiben werden. Ich meine, ich habe 3 eigene und 4 Angeheiratete. Und von diesen 7 Zwergen sind, sagen wir mal, 2, 3 noch wirklich in der Jugendarbeit aktiv, haben ihre Juleika und wollen da auch wirklich mitarbeiten und was verändern und einfach den gelebten Glauben weitergeben, weil das ist, glaube ich, das, worauf wir uns zurückbesinnen können, dass wir sagen, mein Gott, dann leben wir halt Kirche so, wir sind die Kirche, wir leben sie so, wie wir sie für richtig halten und hoffen, dass uns die da oben nicht allzu sehr dabei stören. Und jetzt haben wir das Glück, einen Pfarrer zu haben, bei dem das wunderbar geht. Und in anderen Gemeinden hat man das nicht. Also, dass die Kinder da gut aufgehoben sind, in Sachen nicht angekrabbelt werden, auf alle Fälle, dass sie gut aufgehoben sind in Sachen geistige Betreuung, bei uns auch. Und dann gibt es andere Kirchen, wo ich sage, wenn da ein Kind homosexuelle Neigungen hat, dann wird es wahrscheinlich nicht seinem Pfarrer das erzählen wollen, weil es da eher Angst hat, dass es diskriminiert wird deswegen. Also ja. Bei uns ja. Schlussrunde. Wir haben eine riesige Austrittswelle, die eigentlich schon seit vielen Jahren da ist. Es gab ja viele Skandale. Thebats von Elz, der Protzbischof, da sind auch sehr viele Leute ausgetreten. Jetzt der Skandal um die mangelhafte Aufbereitung von dem Kindesmissbrauch. Auch die evangelische Kirche ist ja mit betroffen, weil viele Menschen gar nicht unterscheiden zwischen katholischer und evangelischer Kirche. Freundin, evangelische Pfarrerin, und meinte, mein Gott, kriegt ihr das endlich mal in den Griff? Die treten uns alle aus mit dem Hinweis auf den Papst. Ja. Also das ist kurios, aber das ist so. Wie sehen Sie die Zukunft der Kirche, wenn nichts Entscheidendes passiert? Wird die katholische Kirche zu einer Art, also vergreist sie, stirbt sie aus, wird sie zu so einer Art Sekte oder kann sie neu funkeln, neu erblühen? Oder wird sie eine neukatholische Kirche? In der Süddeutschen wurden uns noch 20 Jahre gegeben mit der katholischen Kirche in einem sehr hübschen Artikel.
Ich glaube, wenn ich nicht hoffen würde, dass die Kirche sich verändern kann, also ich glaube, wenn nichts passiert, dann blutet sie aus. Also bei uns in der Gruppe kam letztens von Dr. Rothe, dass er gesagt hat, mein Gott, wir müssen jetzt echt agieren und schnell sein, denn sonst haben die anderen bald wirklich die Mehrheit. Denn wenn von den ganzen Reformwilligen jährlich 200.000 bis 300.000 austreten, dann sind irgendwann nur noch ein harter Kern von unglaublich konservativen Katholiken übrig. Ich meine, es ist schade, was da mit den Kirchenbauten passiert. Es ist schade, was mit der Suche der Menschen nach dem Transzendenten geschieht. Denn ich meine, jeder Mensch will ja irgendwie, braucht das Transzendente. Das ist Teil unserer Menschlichkeit, dass wir nach einer übergeordneten Instanz suchen. Und ich fühle mich da bei Gott ziemlich gut aufgehoben. Und ich hoffe, dass das auch für unsere Kinder weiter Gott sein kann, auch im Zusammenhang mit einer Institution Kirche, die ja auch wunderbare Gremien aufgebaut hat, die wunderbare Angestellte hat, die wunderbare Menschen hat, die sich um Jugendarbeit und alles kümmern. Also wir haben ja die ganzen Strukturen da. Und wenn wir das aufgeben, wenn wir das Katholischsein aufgeben und uns vertreiben lassen von der Reformunwilligkeit, dann opfern wir all das, was da über Jahrzehnte wunderbar aufgebaut wurde. In der Süddeutschen hat die Stangassinger-Liesel aus unserer Gruppe ein ganz tolles Interview gehalten. Also ich meine, das ist eine Frau, von der wollen sie ihre Kinder betreut haben. Das ist eine Maria 2.0erin, die sagt, bitte rettet mir unsere Kirche, damit wir hier weitermachen dürfen. Denn wenn es so weitergeht, haben wir irgendwann keine Jugendlichen mehr, die wir betreuen müssen. Und dann sind die alle in die Winde zerstreut und werden von irgendwelchen anderen Vorbildern eingefangen werden. Also insofern wäre es einfach wahnsinnig schön, wenn wir in diesem wirklich guten System eine Reform so weit hinkriegen würden, dass wir alle bleiben dürfen. Ja, Herr Wilbry, Zukunft der Kirche, der katholischen Kirche, Austritte, Abstimmung mit den Füßen, stille Abstimmung, aber die, eine Abstimmung, die an die Substanz geht, oder sehen, haben Sie trotz Ihres persönlichen Austritts noch eine leise Hoffnung, dass da auch nicht ganze Generationen auch wegbrechen? Also trotz meines Austritts bin ich und bleibe ich katholisch. Ich bin nicht mehr römisch-katholisch, zentralistisch, sondern katholisch. Das ist das eine. Und deshalb, meine Erfahrung, ich war ja selber mal vier Jahre Pfarrer in einem kleinen Dorf, oder hier 5 Jahre Kaplan in St. Bonifaz. Also ich glaube, dass an der Basis in den Pfarreien wahnsinnig viel gute Arbeit passiert. Sowohl von den geweihten Amtsträgern wie von den mitarbeitenden Laien, wenn man dieses Wort so verwenden darf. Also überwiegend positiv, und die Leute machen positive Erfahrungen. Vielleicht manchmal, dass der Pfarrer eigenbrötlerisch ist und die neigen ja alle ein bisschen zu kleine Päpste zu sein. Die haben immer recht, keine Versprechen. Aber im Grunde passiert wahnsinnig viel. Wenn einer sich einsetzt, und das ist das. Und das Dritte ist, ich habe wahnsinnige Angst, wenn jetzt da dieser synodale Weg Dinge beschließt, auf den Weg bringt, die dann abgeblockt werden, vielleicht schon von den Bischöfen, dann abgeblockt werden in Rom oder gar nicht zur Kenntnis genommen werden, dass dann die ganze Hoffnung, die sich die Leute machen, die da engagiert sind, furchtbar enttäuscht wird, und dass dann genau diejenigen davonlaufen, die sich engagieren. Also das ist meine, die 20 Jahre, weiß ich gar nicht, ob das so lange dauert. Also wir haben heute auf jeden Fall gelernt, dass es viele Formen von Widerstand gibt. Sie wollen den Widerstand in der Institution sozusagen. Verändern kann man es nur von innen. Sie glauben noch dran, dass dieser Tanker bewegungsfähig ist. Und Herr Wilbry, Sie haben gesagt,
irgendwann ist Schluss und ich muss auch glaubwürdig bleiben und am Ende ist es auch eine sehr private Entscheidung und man hat es auch gesehen, jetzt in ihrem Entschluss zu heiraten, das ist privat eben auch eine Befreiung für sie. Ja, freilich. Ich finde auch dieses Gefühl als römisch-katholischer Mensch, dann sehr immer noch geprägt von dieser Sexualmoral und hat man immer das Gefühl, sündig zu sein. Und das ist eigenartigerweise, es hat schlagartig mit diesem Wechsel zu den Altkatholiken dieses Gefühl aufgehört und jetzt dann als Priester dann weiter vielleicht wirken zu können, das erhöht das Ganze ja nochmal. Also ich fühle mich frei. Und Sie fühlen sich nicht mehr als Sünder, auch wenn Ihr Kopf Ihnen vorher schon was anderes gesagt hat. Ja. Aber da war noch was in Ihnen drin. Die Sünden sind vielleicht jetzt eher im Bereich. Gut. Also ich freue mich jedenfalls, dass Sie als genussfähiger Mensch das auf vielen Bereichen leben können. Und darf ich Ihnen zum Thema Sünde noch eine Anekdote? Ja, ja. Als ich mich abscheiden lassen, meinte mein damaliger Pfarrer zu mir, weißt du was, also kirchenrechtlich wäre es viel sauberer, wenn du ihn umbringen würdest. Weil dann kannst du das einmal beichten, dann darfst du wieder zur Kommunion gehen. Also so viel zum Thema Sünde in der katholischen Kirche. Perverse Maßstäbe. Gut. Genau. Also ich hoffe, wir haben was mitgenommen heute aus dem Vormittag mit der kritischen kirchlichen Intelligenz und freue mich bei unseren Zuhörern und Zuschauern, wollte ich mich bedanken, dass Sie uns so lange gelauscht haben. Und